Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von Newer Super Mario Bros. Wii, wieder mal in hochaufgelöster 1080p Bildqualität. Ja, wir befinden uns noch im Sky City, in der Sky City und werden nun im Clockwork Tower, der schon auf dem ersten Blick ziemlich geil aussieht, diese Welt abschließen. Ja, ich habe nochmal wie gesagt geguckt und es sieht echt ziemlich gut aus, was die Aufnahme anbelangt. Und okay, ich glaube, die Idee ist genial. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen was von Super Mario. Ja, und ich, wenn ich mich nicht bewege, dann ist das ja klar, dass ich mich treffen lasse. Ich glaube, der ganze Turm hat so ein bisschen was von Super Mario 64, da gab es ja auch diesen Uhrturm, zu meinem Bedauern wohlgemerkt. Ja, das war doch etwas lustig, wie ich mich da zum Beispiel angestellt habe. Empfehle ich euch unbedingt reinzuschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und das war einfach nur dumm, was ich da jetzt schon wieder gemacht habe. Wow. So wird das gemacht hier. So, noch keine Starcoin. Wo ist die? Kann man da reingehen? Ich denke mal nicht. Oh, das ist aber nicht so einfach. Okay, ach, das können wir drehen. Okay, das können wir so drehen. Interessant. Oh, nicht du schon wieder. Eine andere Richtung, andere Richtung. Na, geht nicht. Oh. Egal, ich habe mich jetzt mit Absicht treffen lassen. Ich habe mich jetzt mit Absicht treffen lassen. Okay, dann ist hier so ein großes Rad. Okay. Autsch. Oh, das war knapp. Ja, das Castle scheint es wohl in sich zu haben. Und ich bin froh, dass hier eine Halbzeit ist. Okay. Soll ich mal echt drauf hoffen, dass hier nichts ist? Okay, hoffe ich mal. Wie gesagt, das sieht nochmal, wie gesagt, ziemlich unlogisch aus, dass da etwas ist. Aber gut. Ja, bisher ist diese Welt ganz schön heftig. Und da kann ich in komplett im Uhrzeigersinn drehen. Das finde ich ja mal schick. Aber nur in die Richtung, glaube ich, ne? An die Münzen komme ich da doch so. Okay. Okay. Von mir aus. Okay. Noch nicht so schnell, Mario. Noch nicht so schnell. Nicht so schnell. Oh, das zum Thema nicht so schnell. Ja, bleib erstmal da. Erstmal hier bleiben. So. Das ist echt nicht ohne. Und ich glaube, für diese Röhre und für diese Starcoin, die hier wohl drin ist, braucht man den Nichtschalterpalast. Okay. Oh, braucht man doch. Braucht man doch. Okay. Aber immerhin war es nur die. Boah, jetzt hatte ich schon wieder Angst. War es nur die zweite. Das ist gut. Heißt irgendwo. Irgendwo jetzt müsste die dritte kommen. Aber bisher finde ich das Castle gut. Das ist schön, hat eine schöne Schwierigkeit. Und sieht auch nicht so, ist auch nicht so einfach wie sonst, okay? Jetzt kommt es auf Reaktion an. Und das hat auch geklappt, gut. Na, wie gesagt, nämlich die ganzen Stacheln. Fies. Wow, 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 wow. Vorsichtig, Mario. Ist gut, dass wir alle Starcoins haben. Aber der Boss, der hat da wohl nicht so zu. Nicht so viel Bock. Oder Moment mal, in denen gab es doch keine Bosse, ne? Nee, okay. Gut, dann, ja, passt doch alles. 4 Minuten wäre das auch abgehakt. Gut, lief doch alles. Läuft doch alles, eh. Läuft doch alles. Sehr schön. Also ich hatte jetzt echt ein bisschen Sorge, aber ja, komm, wir sind zwar klein geworden, aber, ach, bitte euch. Und das heißt, wir haben alles. You got everything in Sky City. Sehr schön. Das will ich sehen. So, wo führt uns jetzt der Weg wieder hin? Zur. Wo sind wir denn hier? Das ist doch die dritte Welt. Oder, nee, Welt 7? Nee, da möchte ich nicht hin. Ich möchte nicht zur Welt 7. Wir sind, glaube ich, erstmal in Welt 5 oder so. Da möchte ich noch nicht hin, in Welt 7. Da führt uns der Weg noch nicht hin. Ich dachte schon, das ist doch Level 3. Welt 3 da unten. Also diese Pilzwelt da. Aber nein, wir gehen erstmal nach Welt 5. Ach ja, das waren noch Zeiten, diese Welt hier.
Sakura Village, wo ich lange gehängen habe, was nicht lag. Weil ich da nicht weiterkomme, sondern einfach weil ich einfach nicht so das zum Aufnehmen kam. Aber egal. Gut, wir wären im Pinguin, im Freeze Flame Glacier, also im Frostflammen Gletscher. Also das ist ja mal sehr außergewöhnlicher Name. Ich bin mal gespannt, was hier uns erwartet. Schneefield Tundra. Das ist ja mal geil. Die Gummas haben eine Weihnachtsmütze auf. Oh, ich muss auch sagen, ich weiß, das war jetzt eine Verschwendung mit der Feuerblume, aber... Wow. Oh, wo kommt die Musik wieder her? Mir kommt sie bekannt vor. Müsste Mario Kart sein, ne? Sorbetland, ne? Ich glaube schon. Oder? Ich glaube, es ist Mario Kart, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Strecke und welcher Teil. Ich bin mir aber... Müsste eigentlich Mario Kart sein, aber... Ich wüsste jetzt nicht, welche Strecke. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Wobei Sorbetland ja auch am meisten passen würde. Oh, was haben wir denn hier schick? Ist ein paar Eisbrüder, aber jetzt... Oh. Oh, hier kommt es auf Schnelligkeit an. Ich sehe es schon. Hier brauchen wir den Pinguin für. Ja, oder man macht so irgendwie ganz wild, wie ich das gemacht habe. So geht's natürlich auch. Also ich empfehle euch, das mit dem Pinguin zu machen. Da habt ihr keine Probleme, aber... Das war super. Ich gehe einfach weiter, würde ich sagen. Ja, das lief ja mal wieder spitze. Ich finde echt geil. Die Goombas sehen geil aus. Daumen hoch für dieses Design für den Vieh-Goombas. Also... Habe ich jetzt schon echt Bock auf Weihnachten wieder, wenn ich das so sehe. Ah, wieder ein neuer Pinguin. Sehr schön. Einfach mal weitergehen hier. Scheint wohl wichtig, scheint wohl gut zu sein. Nein, aber nicht so schnell. Boah. Lieber hier oben lang. Das ist der sichere Weg. Okay, noch ein Pinguin. Ja, ich denke mal, dass da nichts ist. Nur noch einer. Hier kriegt man die aber auch ein bisschen in den Hintern geschoben, die Dinger. Oh, 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 oh. Hier brauche ich Anlauf. Okay. Ha, sehr schön. Geiles Starcoin. Da braucht man, ja, ich glaube, ohne Pinguin ist das auch nicht möglich, die zu holen. Gut, in Super Mario für den DS ist das möglich. Und zwar mit dem Panzer Mario. Da hat er ja auch so einen Panzer. Ich fand, das war aber ein geiles Level. Also war eine gute Einstimmung in diese Eiswelt, obwohl mir jetzt ein bisschen kalt wird. Naja. Ist, denke ich mal, eine gute Abkühlung für die letzte Welt, die ja doch etwas schwieriger war. Schneeballfeld. Okay, was denn jetzt schon wieder? Ach, die Dinger. Diese komischen... Spike-Imitate, die mit Schneebällen werfen, statt mit Stachelkugeln. Gab es die eigentlich auch im richtigen Super Mario Bros? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja doch, ich glaube schon, ne? Yoshi! Ist auch cool, dass wir den wieder haben. Wozu ist da eine Röhre? Okay, ich glaube, wir müssen irgendwo zurück, weil sonst wüsste ich nicht, wie wir da hinkommen, okay? Ja, danke, mein Freund. Ah, okay, ich glaube, wir haben es gefunden. Ach so, okay. Geduldigkeit ist das Sprichwort, das Stichwort. Dann kommt man da zu der Röhre hin. Diese Eiszapfen machen das schon, was man will. Die Koopas sehen ja mal geil aus. Superstern, geil. Yoshi, bleib stehen.
Wie soll ich bitte zu der, wie soll ich die hier bitte aufkriegen? Ich brauche Feuer. Oder Moment mal, geht das vielleicht mit... toll. Ich brauche kein One-Up. Das bringt aber auch nichts. Wie soll ich denn bitte an diese Starcoin schon wieder kommen? Oder gibt es hier irgendwo eine... Ach, ich bin doch auch blöd. Wenn ich doch Feuer Mario bin, dann kann ich doch die bestimmt auch machen. Nur weil ich auf Yoshi bin, muss ich mal kurz einmal absteigen. Ja, jetzt... Ja, ich bin auch ein bisschen... Wenn ich doch Feuer Mario bin, kann ich das doch einfach aufmachen. Aber gut, man braucht hier wohl Feuer Mario. Finde ich interessant. Aber bisher finde ich dieses Level auch nicht so schwer. Die Musik sagt mir im Moment auch nichts. Ich glaube, es müsste auch Yoshi, aus Yoshi's Island sein, ne? Oh, die sind alle kein Problem hier. Ich weiß nicht, wohin du zielen willst, mein Bester, aber so triffst du uns nicht. So, jetzt war da oben noch was. Deshalb würde ich mal sagen, kommen wir mit unserem Yoshi hier noch hin. Ich denke mal, das ist nur ein One-Up wieder. Ne, noch nicht mal. Es sind sogar nur Münzen. Okay, das brauche ich nicht. Nee, es ist aber nicht Yoshi's Island. Das ist aus dem normalen Mario. Ich glaube, so sind immer die Schneewelten. So, hier noch was. Oh, geil, die Feuer, die, Feuerblume da gegrillt, die Piranha da gegrillt. Oh, der kann das sogar kaputt machen. Schick. Nein! Oder Moment mal. Oh, Glück gehabt. Ich habe das schon gesehen. Man braucht den Kuba-Panzer, um die Starcoin zu holen. Aber wir haben nochmal Glück gehabt. Da die da von diesem Sockel da abgeprallt ist. Boah. Aber Yoshi hat uns gut geholfen. Muss ich sagen. Aber jetzt hatte ich schon ein bisschen Sorge, dass wir die Starcoin jetzt verhauen haben. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Okay, wir haben die Wahl. Zwei Level. Und nicht, das da oben sieht mir weniger verheißungsvoll aus. Auch wenn das das dritte ist, dann... Nee, ist das vierte. Okay. Weil diese Manschlags oder wie die heißen, die Dinger, die sind nicht so gut. Frostige Hügel. Geiler Schneemann. Fünfstöckiger Schneemann. Ja, doch, das ist jetzt aber definitiv Mario Kart. Das müsste der DS-Teil sein. Und zwar, DK Alpine. Ja, doch, das müsste es definitiv sein. Ja, und das war nix. Ich dachte, man könnte ihn auf den drauf springen, aber nein, dann eben nicht. Kann man mir ja eigentlich mal sagen, dass das nicht geht, aber... nicht. Wow. Hab ich Angst vor deinem blöden Schneeball? Nicht im geringsten. Und die Röhre da unten habe ich auch gesehen. Die ist doch bestimmt auch nicht ohne Grund. ein Schalter. Ach so. Ja. War jetzt auch geschenkt, die Starcoin. Und da kriege ich jetzt die wieder runter. Okay. Ja, war jetzt auch geschenkt. War jetzt auch nicht so schwer. Der fühlt sich auch wieder geil, dass er da so Schneebälle darunter werfen kann. Und warum ist dann P-Switch? Das wird doch bestimmt auch wieder einen Grund haben. Achso, nur wegen Münzen? Naja. Von mir aus. Komm, wir kriegen alle. Na, schade. Eine nicht. Egal. Egal. Ich muss mich ja jetzt nicht wegen denen anstrengen. Okay. Ich glaube, jetzt wird es wieder etwas schwieriger. Okay, es wird schwieriger, wenn ich das so sehe. Ja, na komm, schwierig, nicht unbedingt. Ich war doch schon längst im Pinguin. Naja, so lame, mal wieder die verloren. Oh. Ja gut, die Starcoin ist auch auf dem Weg und nicht schwer. Also wie gesagt, die Starcoins sind auf ein wenige Ausnahmen eigentlich alle ziemlich einfach und machbar zu holen. Und ich finde auch, die Levels sind jetzt nicht so heftig, dass man sagen müsste,
Jetzt geht's ab. Gut, natürlich das eine in dieser Schnee, in dieser Sky City, wo ich ein bisschen gefailt habe, das gebe ich zu. Das war schon ein bisschen heftiger, aber sonst bin ich eigentlich, finde ich, komme ich hier locker durch. Frostbit Ridge. Was haben wir, was wartet denn hier schon wieder auf uns? Okay. Hier gibt es auch schon blaue Kuh. Wow, jetzt sehe ich, was hier wartet. Okay. So ein Level gab es auch in der Special World von Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Wo man in so einer, in so einer Waldwelt ist und dann gab es da. Wie heißt, jetzt komme ich schon nicht mehr drauf. Dann gab es da auch so diese Mundschlachse da, die da so eingefroren waren. Und wenn man dann halt nicht aufpasst und überall kam Feuer, wenn man dann nicht aufgepasst hat, dann waren die halt weg. Und wozu ist das hier schon wieder? Bestimmt auch nicht ohne Grund. Bei Münzen ist noch eine andere Sache. Ja, weil hier auch eine Röhre ist. Schön versteckt. Wahrscheinlich kommt man da auch wieder. Ja. Wow. Kleiner Miniraum für die zweite Star. Für die erste war das sogar okay. Okay. Wenn hier schon blaue sind, dann möchte ich eigentlich auch eine blaue Schale gerne haben. Okay, die macht's, befreit sich von selbst. Okay, aber sonst. Oh, was sehen meine Augen denn da Schickes? Da ist wieder eine Röhre. Ja, das ist doch auch Super Mario 64. Das hört man doch raus. Das ist Super Mario 64, die Schneewelt. Biberberg. Oh. Oh, jetzt kommt es auf Glück an, ob ich das Richtige direkt nehme. Ich würde mal sagen, die Rechte. Ach so, nee, okay. Wir haben ja wieder die Wahl. Okay, das war ein One-Up. Okay, dann würde ich mal sagen, nehmen wir jetzt mal die Mitte. Okay, ach so, ja, okay. Doch keine Starcoin, wahrscheinlich nur so ein Bonus vielleicht. Okay. Ich dachte, da wäre eine Starcoin, aber so. Brauchen wir da keine Sorgen zu haben. Wozu habe ich das schon gesehen? Das war eigentlich schon zu offensichtlich dieses Mal, dass hier eine Ranke versteckt war. Okay. So geht's natürlich auch. Nein, mein Freund, du wirst hier nichts machen. So, was kriegen wir Schönes? Ein One-Up. Na, wir treffen uns beide. Sehr toll. Aber hier ist doch bestimmt noch irgendwo eine Feuerblume drin, oder? Na gut, ich hätte gerade eine bekommen können, aber nö. Deswegen ist hier auch keine. So, wo ist die letzte Starcoin? Warum ist hier noch was? Das sieht mir etwas unlogisch aus, aber gut. Ah, es sieht mir aber wohl schon aus, dass ich die wieder verpasst habe, weil ich denke mal, die kommt, die haben wir schon verpasst. Oder die kommt jetzt noch. Boah, der Schneeeffekt sieht ja mal geil aus. Das muss ich mal so sagen, das sieht mal geil aus. Ja, wir hätten jetzt hier mit der Feuerblume ist etwas leichter, weil wir uns da den Weg ein aufmachen können, aber leider müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. Denk mal, selbst als kleiner Mario ist das noch einfacher. Durchrennen. Oh, eine Feuerblume. Das ist gut. Die können wir gut gebrauchen. Ja, ist mir egal. Da ist die dritte Starcoin. Das sieht doch schon jeder. Okay. Okay, man wird hier weggeschossen, aber man landet dann immer wieder da, okay. Ja, die Münzen sind mir eigentlich egal, wenn wir die Starcoin bekommen. Ja, und da ist sie auch. Wunderbar. Aber das hat man schon gesehen eigentlich, dass da was sein muss. Wozu fliegen die dahin und wozu ist da oben eine Röhre? Aber die fand ich gut, die Starcoin. Da kommt es auf Schnelligkeit an. Finde ich gut. Ja, ich würde sagen, ein Level machen wir noch. Das passt noch rein. Das passt noch rein. Das passt noch rein. Vor allen Dingen, weil wir auch hier bisher alle Starcoins finden und sammeln und alles super läuft, alles bestens läuft. Finde ich echt geil.
Ich glaube, wir sind auch gleich schon dann im nächsten Part, können wir uns dann schon das Castle betreten. Das ist immer nice. Snowfall Peak. 5-5. Boah, wir haben schon 5 Level hier in dieser Welt geschafft. Ja, brauche ich nicht. Haben wir hier auch noch wieder Münzen. Unnötig. Hier schnell durchrennen. Okay, hier komme ich doch einfach so durch. Verstehe ich jetzt nicht den Sinn dahinter, aber gut. Und lass mich raten, hier ist ein One-Up versteckt. Na, auch nur Münzen. Aber in einer dieser Röhren ist was. Was sollte man hier denn sonst verstecken? okay. Okay, ja, scheint mir jetzt zwar nicht der Sinn hiervon, aber gut. Okay, ja, wir haben nichts da Coin. Ich wüsste nicht, wozu man hier alles aufsprengen sollte, abspringen sollte. Hier ist die erste Star Coin, mehr wollen wir nicht. So, hätten wir hier jetzt die. Nö, ich dachte jetzt, hier wäre schon eine Ranke drin für die zweite, aber auch nicht. Ja. Ach, wieder die Weihnachtsgumbas. Ah ja, wenn ich das immer sehe, da bekomme ich wieder sofort Lust auf Weihnachten. Ach, ich freue mich schon, aber dauert ja wohl noch ein bisschen, bis das eigentlich anfängt. Und bis dahin sind ja schon einige geile Titel raus. Ach so, okay. Ja, okay. Oh, bleib mir weg, bleib mir weg. So, so wird es gemacht. Ich dachte schon, hä, was soll ich denn jetzt hier machen? Hier komme ich sogar nicht weiter, aber hat doch so geklappt. Okay, was ist hier? Wozu sind hier die Plattformen vom grünen Schalterpalast? Für mich macht das jetzt keinen Sinn, aber gut. Oh, hier muss man schnell sein. Ach, wir haben erstmal hier die Halbzeit, okay. Gut, dann haben wir hier noch ein bisschen. Okay, da ist nix. Ja, brauche ich jetzt mal nicht anzudrücken. Das ist bestimmt nur der Tod. Auch Münzen. Ja, also kreativ sind die Level auf jeden Fall. Nur irgendwie, ja. Ja, keine Ahnung. Oh, jetzt wird es aber, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Jetzt wird es schwieriger. Wow, so, jetzt können wir da das aufmachen. Nicht, dass ich mich da jetzt schon wieder ein Eigentor geschossen habe. Ja, jetzt habe ich mir echt ein Eigentor geschossen. Wie soll ich denn bitte da jetzt noch hinkommen? Ich bin am Überlegen. Ich brauche auf jeden Fall das Ding da oben. Aber nicht so. Ich muss schon im richtigen Moment da abspringen. So, jetzt. So, so. Das wollte ich jetzt hier. So. Jetzt müssen wir nämlich diesen einen Block da drücken gleich. Also dieser, der eine da ist. Und dann keine mehr. Sehr schön, das wollte ich. Okay. Jetzt sollten wir da eigentlich hinkommen. Nee, jetzt kommen wir da nicht mehr hin. Ja, ja gut. Es gab keine andere Wahl mehr. Ich musste jetzt umbringen. Ich wüsste auch nicht mehr, wie ich sonst zurückgekommen wäre. Die unteren darf man da nicht treffen. Die Starcoin sieht mir kompliziert aus. Aber finde ich gut. Finde ich gut, dass wir nochmal ein Stückchen komplizierter, dass wir da nochmal etwas Schwierigeres haben. Ja, und wie ich so einfach wieder die Feuerblume verliere, weiß ich auch nicht, wie ich das immer hinkriege. Genau, warum mache ich das nicht von hier oben? Sehr schön.
So, ganz vorsichtig. Und jetzt hoch. In einem Zug. Sehr schön. Ja gut, das war jetzt nicht so sonderlich schwierig, aber... Okay. Finde ich gut, dass wir die dann doch haben. Wenn man das weiß, dann ist es eigentlich auch nicht so schwer. Jetzt der Quatsch schon wieder. Okay, was hatten wir hier? Gar nichts, okay. Aber warum ist hier gar nichts? Doch bestimmt nicht ohne Grund. Hm, anscheinend schon. Boah. Boah, zum Glück haben wir den gekillt. Und ich hoffe, dass da unten jetzt keine Ranke ist. Aber irgendwie kann ich das mir schon denken. Ja, damit denke ich mal, hätten wir hier die dritte Starcoin. Ja. Gut, dann, ja. Darf ich das hier mal wieder machen? Ach, wie ich das immer geil finde. Da komme ich auch so hoch. Okay, dann, ja, sehen wir uns gleich, wenn ich dann noch eben die Starcoin hole. Ach ja, diesen Bauerntrick, den kennt man auch schon zu oft. Ja, man sollte sich nicht von einer Abschlussröhre verleiten lassen. Denn hier ist auch die letzte Starcoin. Ja. Immerhin können wir hier schön dank den Cooper-Panzer hier schön aufräumen. Naja gut, jetzt mache ich mal ein bisschen schneller hier, sonst sitzen wir hier noch morgen dran. So. So, also ein lustiges Level und rat mal, wo wir jetzt auch noch rauskommen. Bei einem Secret Exit, richtig. OMG, frage ich mich da nur. Naja. Wie immer derselbe Bauerntrick, wie es schon damals im Ur-Mario war, die Warp-Zone im 1-2. So ist das ja eigentlich auch hier. So, da oben wird uns ja ein anderer Bereich gehen. Wir werden doch nochmal kurz reingucken in diese Höhle. Aber die Level, die da sind... Oh, Fragezeichen, okay. Roter Schalterpalast. Geil, da freuen wir uns dann schon im nächsten Part drauf. Also, ich hoffe, der Part hat euch mal wieder gefallen und sehen wir uns im nächsten Mal wieder von New Super Mario Bros. Wii. Euer Jake125.